In Oberteuringen bei Friedrichshafen hat es heute Morgen in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Gegen 5 Uhr rückte die Feuerwehr aus. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt nach der Ursache des Brandes. Wie die Schwäbische Zeitung erfuhr, handelt es sich mutmaßlich um Brandstiftung. Auch ein fremdenfeindlicher Hintergrund ist in Anbetracht der Nutzung des Gebäudes als Asylunterkunft denkbar. Also für unsere Ermittler dieser 12-köpfigen Ermittlungsgruppe ist natürlich interessant zu erfahren, ob jemand aus der Bevölkerung etwas in der fraglichen Nacht beobachtet hat. Möglicherweise sind Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet worden, die sich in der Nähe dieses Gebäudes aufgehalten haben. Wir müssen jetzt die Untersuchungen der Spezialisten abwarten. Jetzt wird ja der Brandschutt untersucht und gegebenenfalls können wir dann mehr zur Brandursache sagen. Das liegt im Moment immer noch im Dunkeln. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. 50 Flüchtlinge sollten in der ehemaligen Lager- und Produktionshalle Platz finden. Hinweise nimmt die Polizei unter 07584 7010 entgegen.